Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein kleines Haarexperiment vor. Und zwar, ich weiß nicht, in der Kamera erkennt man das nicht so gut, ne? Aber meine Haare sind komplett fleckig, haben einen grünen Stich und jetzt teilweise einen rosa Stich, weil ich halt das neutralisiert habe. Hier unten sind meine Haare ein bisschen blau und der Ansatz ist halt meine natürliche Haarfarbe. Und ich habe heute mal vor, meine Haare gräulich-braun zu färben. Ich hatte das mal in einem Video erwähnt, dass ich von so einer Drogerie-Haarfarbe meine weiße Strähne sich grau verfärbt hatte, also dunkelgrau. Und meine Haare sind ja so gut wie weiß unter diesem ganzen Directions-Zeug, deswegen hoffe ich einfach mal, dass es so wird, wie ich es mir wünsche. Aber auf jeden Fall werde ich heute mit der L'Oréal Paris-Farbe hier färben. Ich finde das Braun richtig, richtig schön. Also das hatte ich halt auch schon mal auf meinen Haaren. Und wie gesagt, meine Strähne, die ich halt hatte, die war vorher weiß und danach war sie dunkelgrau. Wenn ich Bilder habe, blende ich die hier ein. Aber das will ich heute auf jeden Fall mal ausprobieren, weil mir geht das richtig auf den Sack. Ich weiß nicht, ich bin total unzufrieden irgendwie mit meiner Haarfarbe. Vor allen Dingen, mich stört es nicht, dass mein Ansatz halt rauswächst, weil das ist auch mein eigentliches Ziel, halt, dass meine Haare rauswachsen. Aber lauf erstmal so eine Zeit lang rum. Irgendwann gehst du dir selber auf den Sack, so. Ich weiß nicht. Und deswegen werde ich mir jetzt den Ansatz halt mit dieser Farbe färben. Und ich weiß auch, dass diese Farbe nicht so lange in den Haaren hält, obwohl es eine richtige Farbe ist. Keine Ahnung warum. Ist mir im Prinzip auch egal, weil es halt kommt mir nur zum Vorteil in der Hinsicht, weil, wie gesagt, ich will meine Haare rauswachsen lassen und dann wahrscheinlich irgendwann nochmal blondieren oder irgendwas halt damit machen. Und dann habe ich halt nicht so den Struggle, dass ich da komplett krasse Farbe irgendwie rausblondieren muss. Aber das ist ja eh alles noch ein Kilometer hin. Auf jeden Fall möchte ich meine Haare jetzt versuchen, also meinen Ansatz braun zu färben. Das lasse ich dann so um die... Oh. Ich habe auf dem Auge. Super. Nochmal. Ich werde meinen Ansatz braun färben. Das lasse ich dann so um die 20 Minuten einwirken, je nachdem wie schnell ich dann halt bin. Und den Rest mache ich dann nur einmal so kurz 10 Minuten drauf, damit das halt nicht komplett braun wird. Das wird es zwar auch nicht, weil die Farbe das halt nicht so annehmen kann. Das sieht man, finde ich, auch schon hier hinten auf der Verpackung ganz gut, dass das einfach komplett graustichig ist, also lila-graustichig, weil, wie gesagt, das ist ein helles Perlmuttbraun. Und ja, wir werden jetzt einfach mal zusammen gucken, was passiert. Wenn es nicht so passiert, wie ich mir das wünsche und es braun wird, dann finde ich das nicht schlimm, weil alles ist besser als das, was ich momentan auf dem Kopf habe. Außerdem, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich möchte einfach ein bisschen erwachsener aussehen. Ich meine, ich bin jetzt 18 Jahre alt und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ein bisschen aus dieser Scene-Phase raus. Klar, manchmal habe ich auch noch wieder so Anfälle, wo ich halt meinen Scene-Pony habe, Extensions und keine Ahnung was. Aber im Prinzip möchte ich halt jetzt, ja, ein bisschen erwachsener werden und keine Ahnung. Ich brauche halt einfach eine Veränderung. Wem das nicht passt, dem tut es mir leid, aber es sind ja meine Haare, aber ja, nicht lang schnacken. Ich versuche das jetzt mal und dann melde ich mich später zurück. Ich kann das leider nicht filmen, weil mein Zimmer ist ein bisschen unaufgeräumt und keine Ahnung, dann habe ich so den Stress, so dass ich in die Kamera irgendwie gucken muss, ob das alles richtig ist und ich mache das einfach und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, das ist jetzt das Endergebnis. Also ich finde schon, dass es irgendwo grau ist, aber hier unten sind sie noch richtig grünstichig, weil sie halt vorher blau waren. Also unten in den Spitzen. Deswegen muss ich da jetzt wahrscheinlich nochmal mit Rot, also Pillarbox Red von Directions drüber gehen. Und ja, hier oben sind sie eigentlich richtig nice geworden. Mein Ansatz ist leider nicht so schön dunkel, wie ich das erhofft habe. Aber immerhin ein bisschen, ja, keine Ahnung, hier hinten sind sie halt auch extremst grünstechig. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so erkennt. Da sehen die halt echt mehr grau-braun aus, aber ja, es ist nicht ganz geworden, wie ich das wollte, aber ganz ehrlich, es ist eine braune Farbe von DM. Und ich meine, ich wusste ja jetzt, dass das so wird, aber für jemanden, der das jetzt nicht weiß, ist das schon ein bisschen doof.
So, ich meine, wenn jemand jetzt keine braunen grauen Haare haben will, dann... Ich weiß nicht, auf jeden Fall bin ich relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Ich lasse es jetzt trotzdem erstmal wieder rauswaschen. Und danach mache ich wahrscheinlich einen Kupferton drüber, aber als Farbe, einfach um diesen Grünstich rauszubekommen. Weil ich weiß nicht, wie ich den anders rausbekommen soll. Und ja, ich gucke einfach mal, falls ihr ein Update zu meinen Haaren haben wollt, weil ich werde sie jetzt auch wachsen lassen. Also ich weiß ja nicht, meine Haare sind jetzt bis ja, hierhin und irgendwie sehen die gerade voll unterschiedlich lang aus. Ich werde das auf jeden Fall mal so machen, dass ich mir ein altes T-Shirt schnappe und dann immer so Striche mache, um zu gucken, wie schnell sie halt dann wachsen tatsächlich. Ich werde sie jetzt auch nicht mehr schneiden, weil ja, ich will sie halt schon wieder lang wachsen haben und einfach auch meine Stufen ein bisschen rauswachsen. Ja, und dann muss ich einfach mal gucken. Mein Pony ist auch extrem lang, also wenn ich nur runterziehe, geht er mir circa bis zum Kinn, was schon echt krass ist, weil mein Pony war ja noch Anfang des Jahres ein gerader Pony, glaube ich. Aber ja, das sind jetzt auf jeden Fall meine Haare erstmal. Das wird sich sowieso ganz schnell rauswaschen, das weiß ich auch. Und ja, das war jetzt einfach mal ein Experiment, weil ich da schon Bock drauf hatte, als meine Haare noch braun waren und nicht diese weiße Strähne halt hatte. Und ja, jetzt habe ich es gemacht, jetzt wisst ihr es auch. Also ich denke mal, wenn ihr wirklich weiße Haare habt, ohne Grünstich, ohne irgendeinen Stich, dann werden sie einfach komplett grau, also komplett nice grau und nicht so grün-grau und was auch immer. Weil dieses Grau auch einen lila Unterton hat, würde das dann auch ein bisschen den Gelbstich neutralisieren, den man halt dann wahrscheinlich auch haben würde, wenn man halt blonde Haare hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber ja. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet und keine Ahnung, ob ihr das selber auch ausprobieren würdet oder habt ihr Angst, dass eure Haare dann braun werden? Also ich weiß es nicht, ich finde es eigentlich ganz witzig so, weil ihr kennt ja bestimmt alle dieses Maria-Nila-Schwarzzeug, was auch extrem den Grünstich hat, was aber 30.000 Millionen Euro kostet, wo ich mir dann auch so denke, 30 Euro oder 3 Euro. Und im Prinzip kommt es auf dasselbe hinaus. Und hätte ich jetzt nicht den Blaustich vorher und den Grünstich vorher gehabt, dann wären sie auch komplett grau geworden. Also nicht so unterschiedlich. Was ich meine? Ja, ich würde mal sagen, dann beende ich das Video jetzt. Gebt einen Daumen nach oben, falls ihr ein paar Haarupdates haben wollt zu meinem Haarwachstum und wie sich halt die Farbe rauswäscht und was ich dann halt auch als nächstes mit meinen Haaren vorhabe. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!